deswegen kommen längere Folgen. Danach werden dann wieder normal 15-Minuten-Folgen erstmal kommen. Und dann muss ich mal gucken, vielleicht bei längeren Bauprojekten oder sowas. Ja, das war clever, die Fackel da. Dann, dass ich da dann auf jeden Fall wieder längere Folgen mache, wenn da irgendwie sowas ansteht. Das ist so der Plan. Ansonsten, ja. Das Tutorial wird irgendwann dann kommen, das habe ich ja vorhin gesagt. Ja, dann wollte ich bald demnächst nochmal ein Infovideo machen für neue Let's Play-Projekte, die dann jetzt demnächst... Ne, was heißt demnächst? Das dauert ja noch ein bisschen, bis Bioshock dann auch fertig ist. Und ja, mal gucken, wie das dann sowieso läuft, weil also ich merke ja, dass das Minecraft-Let's Play hier das ist, was am meisten an meinem Kanal angeguckt wird. Also da ist, das habe ich ja glaube ich in der letzten Folge schon mal angefangen, in die Richtung zu erzählen. Da ist ja wirklich recht schnell, wenn das online ist, dass da wirklich sehr schnell die ersten Zugriffe kommen und auch fleißig kommentiert wird, was ich auch sehr schön finde. Also ich lese nach wie vor alle Kommentare und ich versuche aber auch die Antworten dann immer bei den nächsten Aufnahmen zu geben. Ich hoffe, dass ich das auch so immer hinkriege und niemanden vergesse. Und das ist natürlich aber auch nicht entgangen, dass natürlich die anderen Projekte, was jetzt laufen, zum Beispiel Dead Space 2, da ist das Interesse weniger. Da würde mich mal interessieren, ist das jetzt so, dass ihr bei mir nur, also nur in Anführungszeichen Minecraft guckt? Oder ist das so, naja, das Projekt läuft schon und deswegen in ein laufendes Projekt reinzukommen, da hat man nie so den Bock drauf? Und zwar, also das geht mir so, wenn ich da einen neuen Let's Player finde, den ich mir angucken möchte. Da kommen wir in die nächste Höhle. Sehr schön. Den ich mir da angucken möchte, dann ist das immer blöd, wenn man bei einem Let's Play anzufangen, wo der was weiß ich schon 40 Parts hat, weil man hängt dann irgendwie immer so hinterher und das aufzuholen. Deswegen wartet man dann, oder ich dann teilweise nicht immer, immer lieber, oh Entschuldigung Hund, aber du darfst mir auch nie einfach so in die Spitzhacke rennen. Die Pilze nehme ich mit, weil daraus kann man lecker Pilzsuppe machen. Warte ich dann manchmal lieber länger, bis der neues Projekt dann, damit man nicht so viel aufholen muss. Ist das jetzt auch so mit den anderen oder ist das so, ja, Dead Space 2 wurde schon, wobei gut, so oft Let's Play, das kann man sich nicht mehr angucken. Minecraft ist da ja im Endeffekt auch so. Oder ist das einfach, dass das niemanden jetzt so interessiert oder zu viele Let's Plays davon geschaut wurden? Das würde mich mal interessieren. Weil ich bin zwar froh, dass das, wie gesagt, Minecraft, dass ihr das guckt und so viel kommentiert. Ich frage mich halt nur so ein bisschen immer, ja, woran liegt es, dass die anderen Let's Plays nicht geschaut werden? Ist da irgendwie, ja, Kommentarstil passt dann nie oder Qualität oder was auch immer. Ich meine, kann ja auch einfach sein, dass dann einige sagen, pff, das ist einfach nie meine Richtung von dem Spiel. Und, ja. Wassereinbruch! Wassereinbruch! Das würde mich noch das interessieren. Also da könnt ihr ja mal, wenn ihr das möchtet, in die Kommentare schreiben. Da hätte ich mal Interesse dran, das zu wissen. Und ich bin auch mal gespannt, ob sich das dann vielleicht mit dem neuen Projekt, wenn das dann von Anfang an geht, sich weiter ändert bei der Sache. Wenn wir gerade sowieso bei dem Thema hier sind. Fackel ist auch von, wollte ich natürlich mich auch nochmal bedanken und auch die neuen Abonnenten begrüßen. Ich bin jetzt aktuell bei 163, wo ich diese Aufnahme hier mache. Das freut mich und vor allem ist das auch, also, ja, hätte ich nie gedacht, das ging dann auf einmal irgendwie so, doch, also für meine Verhältnisse recht schnell los, dass dann auf einmal viele Abonnenten kamen. Ich freue mich über jeden, der abonniert, guckt und wie auch immer. Und natürlich auch die, die zuschauen, ohne zu abonnieren, weil sie vielleicht keinen YouTube-Kanal haben oder auch wie auch immer. Das ist, diese natürlich auch immer wieder herzlich willkommen. Ich habe jetzt auch schon gelesen, da guckt sich einer schon zum zweiten Mal die Folgen an, hat das so kommentiert. Der fängt jetzt wieder von vorn an. Interessante Sache, finde ich. Hätte ich nie gedacht, dass das jetzt, dass da ein Let's Play von mir so interessant sein könnte, dass man sich das sogar ein zweites Mal nochmal von vorne anguckt. Aber, nun gut. So.
Ja, dann wird ja, ach ja, haha, genau, WTF geht weiter. Ich habe es ja in der letzten Folge schon gesagt, hier kamen wieder die neuen Folgen. Und wenn WTF vorbei ist, ist ja in der in Folge 9, glaube ich, oder 10 reden wir darüber. Nee, in Folge 9, in der ersten, wo es jetzt weitergeht, wie wir WTF zu Ende bringen wollen, was da unser quasi Ziel ist. Und dann wird es natürlich auch weiter noch Projekte geben. Wir haben da schon eins in ganz großer Planung, wo es eigentlich schon feststeht, was wir machen, nur noch nie so richtig wann. Auch wieder was Neues. Das geht dann mal in eine andere Richtung, sage ich mal, als das, was wir bis jetzt gemacht haben. Wir drei, also Martin und Dings. Und da kommt auch noch, wird auch noch mehr Unterstützung sogar kommen. Das wird nie diesmal eine Sache von nur drei Leuten. So, um mal ein wenig Geschmack auf mehr zu machen, ein paar Informationen, was demnächst kommen wird, aber ohne dass man damit irgendwas anfangen kann. Ich habe ja gut, das ist. Nee, eigentlich habe ich auch nicht mal gesagt, dass es was mit Minecraft zu tun hat. Könnte natürlich sein, muss ja aber nicht. So, hier haben wir noch das Zeug. Auf jeden Fall, da kommt dann wieder Neues. Wir haben uns da was einfallen lassen. Oder, ja, wir haben uns Gedanken gemacht. So, jetzt groß was einfallen lassen. Dass man auch Abwechslung bietet natürlich. Und ja, ich persönlich freue mich auf das Projekt selber richtig. Also ich kann es da kaum erwarten eigentlich. Ich hätte da am liebsten schon direkt angefangen, die Aufnahme gestartet. Aber man muss ja aufpassen, dass man sich nicht übernimmt, dass es dann zu viele Projekte auf einmal werden und dann man den Überblick verliert. Und hier geht's in eine neue Höhle, juhu! Und den Überblick verliert und dann, Hä? Also ich weiß, dass das jetzt irgendwie so sein. Boah! Du Bastard! Dass das jetzt irgendwie so sein soll, dass die Viecher einen erst angreifen, wenn die einen wirklich sehen. Also wenn man vor denen steht. Aber der Creeper war jetzt irgendwie. Hat sich seltsam verhalten. Und eigentlich sollte ja. Sollten die sich ja jetzt schlauer verhalten. So, hier muss ich mir dann gleich wieder den Aufstieg hier markieren, weil ich das sonst nie wiederfinde. Und den markiere ich mir natürlich mit Haufen Fackeln. Und zwar an jeder Seite drei Stück. Und so weiß ich, dass ich da wieder hoch muss. So, jetzt guck mal erstmal hier in diese Richtung. Ich höre eine Spinne. Und da sehe ich auch die Spinne. Die ist da rechts. Da. Da oben hängt sie. Und zwar fest so. So, hier haben wir dies. Nee, wenn man halt so viele Projekte hat, wenn man da manchmal so ein bisschen, boah, ja, das ist geil und das will ich auch machen, und dann ist es irgendwie, dann leiden die Projekte darunter, dass man da nie so wirklich hinterherkommt. Oder vielleicht die Qualität, weil man dann so, ich sag mal, irgendwo einen Drang hat aufzunehmen. Weil man natürlich, also mir geht es zumindest so, ich will natürlich versuchen, euch da ein bisschen, also Qualität sowieso zu. Oh, hier oben geht es auch noch weiter. Qualität sowieso zu bieten, aber auch eine gewisse Beständigkeit, so quasi, dass halt jeden Tag mindestens ein Video auf meinem Kanal kommt. Habe ich jetzt an dem einen Tag leider nie geschafft, weil es da unten kommt doch ein Creeper. Der sieht mich auch nie. Sehr seltsam. Jetzt ist er verwirrt. Jetzt hat er mich, glaube ich, gesehen. Da war es aber auch schon zu spät. Das habe ich jetzt den einen Tag am Wochenende nie geschafft, weil da YouTube mir einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Am Montag, den 2. April, hat es gerade noch so geklappt. Da konnte ich das Problem lösen, dass die Folge dann auch mit Sound da war. Ja, und solche Sachen wie am 1. April, das soll zum Beispiel eine absolute Ausnahme sein, wenn wirklich alles schief geht, sage ich jetzt mal, dass da kein Video kommt. Das ist was, was ich selber nicht möchte, weil ich euch schon täglich mindestens ein Video bieten möchte. Also das ist was, was ich so selber für mich festgelegt habe. Dass ich diesen, also ich nenne es jetzt mal Standard für mich so auf jeden Fall habe, täglich mindestens ein Video. Und wie weit ich das dann noch generell steigere, werde ich mal sehen. Ich bin natürlich da noch an die Upload Grenzen von meinem Internet gebunden, plus halt natürlich die Projekte, was die zeitlich in Anspruch nehmen. Aber jetzt zur Zeit sind es zwei. Das ist eigentlich so der Plan, dass das so bleibt. Also zwei Videos werden auf jeden Fall täglich kommen.
Meine Güte, jetzt hör doch mal auf! Also das wird, sollte sich nicht ändern, dass immer zwei Projekte parallel erscheinen. Minecraft, das soll ja so ein, also was heißt soll ja so, das spiele ich erstmal so lange, wie ich will. Da gibt es ja auch nie wirklich ein Ende. Und das kommt auf jeden Fall täglich und dann mindestens ein Projekt noch dazu, was im Moment Dead Space 2 ist. Dann geht es weiter mit, dann bringen wir Bioshock noch zu Ende und, ja gut, okay, Portal wird, glaube ich, dann nochmal so zwischendurch so als drittes Projekt noch mit eingeblendet werden, dass die Folgen noch zu Ende gehen. Das ist ja auch nicht so lang wie Bioshock oder Dead Space Portal 2. Und ja, dann soll es aber mit den neuen Projekten, die dann danach kommen, auch so sein. Zwei Folgen am Tag mindestens. Oder zwei Projekte parallel. Zumindest was Singleplayer angeht, was dann gegebenenfalls Together-Projekte angeht, die können sich dann immer noch mal so mit reinschieben, sage ich mal. So, oh, das ist so schöne, ruhige, einschläfernde Musik, die hier in die Höhle überhaupt nicht passt, in das Ambiente von der Höhle. Gib mir das Fleisch. So, hopp. So, wenn ich mich hier weiterbuddel, kommen wir bestimmt wieder weiter. Also in die nächste Höhle. So, Totenschädel. Die findet man jetzt auch in der Erde. In unserer letzten Welt hat man die ja sogar an Bäumen gefunden. Hopp und hopp. Jetzt will ich mal wissen, wo es hier weitergeht. In eine allgemeine... Nein! Ach, Mist. Ich sehe keine Monster und ihr seht wahrscheinlich überhaupt nichts. So, hier. Und hier. Okay. Scheinbar hat diese Höhle dann auch ein recht jähes Ende. Was ja jetzt auch nicht so schlimm ist. Toll, ein Eisen, das ist ja... ich bin begeistert. So, Kohle, Kohle, Kohle. Und hier noch eine Kohle. Und dann noch eine Kohle. Und hier noch einen Schluck Kaffee. Ja, hab mich gerade bewegt, damit es nicht heißt, boah, ja, macht da ja gar nichts. Ich habe da voll den Move gemacht währenddessen, dass es irgendwie langweilig wird beim Zuschauen. Was ich noch nicht gemacht habe, ist neue Musik. Ich würde ja sehr gerne mal, aber ich weiß nicht, ob das nervt, aber wahrscheinlich darf ich es auch gar nicht und krieg dafür einen Strike oder sowas. Ich hätte hier sowas von Bock, alte Trickfilmmusik hier, Intros hier reinzuknallen in die Playlist und dann immer mal, ach, das wäre so schön, wahrscheinlich nur für mich, aber He-Man, Captain Planet, die Turtles und was weiß ich nicht alles, dass das schön alles dann immer so im Hintergrund mitläuft, ach, das wäre toll, aber wahrscheinlich kriege ich da ganz schnell einen Strike und die sperren mir meinen Kanal und nehmen mir wahrscheinlich meinen Erstgeborenen weg, also den zukünftigen. So, hier ist nix. Nix. Wie lange nehme ich eigentlich schon auf? Ich habe mir endlich mal geschafft, eine der seltenen 45 Minuten. Das ist ja gar nichts. Dass ich mal den Timer dran gedacht habe, den Timer zu stellen. Ah, ha, ha, ha. Hier oben ging es ja noch weiter. Und ihr habt gedacht, ich gehe bestimmt drauf. Ach nee, hier geht's auch weiter. Tadada! Da, ach Mist. Ich, hab mich selber gefangen. Hä? Ach so, okay, jetzt bin ich hier quasi im Kreis. Sehr schön, sehr schön. Nein, das geht mit. So. So. Hier ging es auch nirgendwo weiter. Was haben wir denn jetzt? Wir haben 7 und nicht so viel, aber wir haben einiges an Eisen. Wo ist denn der Hund? Haben wir den irgendwo hingesetzt? Oh, ein Relikt. Wie konnte ich denn das verfehlen? Was da oben? Da oben, da oben, da oben, da oben, da oben, da oben. Da oben sind noch mehr Relikte. Juhu. Fossile. Schalala.
Schalalala. Fossile. Komm her. Und du noch. Noch kommen die falschen Sachen bei raus. Das mit den ganzen Tafeln und Büchern ist ja eine schöne Sache, nur ich möchte mehr Dino-DNA besitzen. Weil, wie gesagt, Dinopedia brauche ich, um zu schauen, dass ich diesen Saurier auch richtig platziere, nicht dass der uns verreckt. Oder so ein Phaelosaurus bei rauskommt. Wie bin ich da jetzt hingekommen? Nee, das war einfach nur hier. Hier wird es auch nirgendwo weitergehen, höchstwahrscheinlich. Nö. Nö, nö, nö. Dann sammeln wir noch das restliche rumfliegende Zeug hier auf. Und dann buddeln wir uns hier mal weiter. Oh. Ja, der Hund ist irgendwie weg. Den haben wir irgendwo. Habe ich den mit einge. Ach, hier sitzt er ja. Komm mit. So, weiter. Diese Wand sieht verdächtig aus. Ich habe auch noch eine zweite Schaufel. Naja. Ich würde sagen, diese Kieswand hat ihre Unschuld bewiesen. Hier verbirgt sich nichts dahinter. So, dann gucken wir nochmal hier nach und hier und hier und hier und hier und da und dort. Was ist das für ein Geräusch? Okay, hier haben wir zumindest Permafrost gefunden. Das ist sehr schön. Und ansonsten esse ich mal einen Apfel. Und dann... nee, da kommt... Ach ja, hier waren wir ja schon. Da kommt dann nur Wasser durch. Das bringt uns nichts. So, jetzt muss ich nochmal gucken. Hä? Ich höre einen Zombie. Ja, hier ist offensichtlich auch nichts. Und hier ist der Spawner, ja. Der ist aber deaktiviert. Jetzt können wir noch hier lang. So. Warum zum Teufel bin ich hier der Meinung, dass ich hier... Ich war voll der Überzeugung, dass wir hier so eine Schlucht gefunden hätten. Hm. Haben wir ja aber offensichtlich nicht. Blöde Tö... Tja, jetzt musst du wohl verrecken, wa? Es war keine sehr kluge Idee, diesen Hund mitzunehmen. Naja, was soll's. Haben wir einen weniger, aber wir können ja nach für Nachwuchs sorgen. Verdammt. Ah, hier bin ich beim letzten Mal offensichtlich noch nicht weitergegangen. Hm, ja, warum auch? Da ist ja nichts. Die Entscheidung kann ich jetzt voll nachvollziehen. Aber ich höre Übeltäter in der Nähe. Hier oben war ich doch auch schon. Das sieht man an den Fackeln. Aber wo ging es hier hin? Scheinbar nirgends hin. Dann nehme ich hier die Kohle mit. Schön. Jetzt habe ich hier einen Kreis zu einer anderen Höhle, wo ich schon mal war, geschlagen, was bedeutet, dass ich mich da bestimmt irgendwie verlaufen werde und im Kreis rennen werde. Ah, Permafrost! Da ist auch nochmal Permafrost und da ist nochmal Permafrost.
So. Wo kommen jetzt aber verdammt nochmal